Ja, herzlich willkommen im Keller von der Gleiswüste. Wie im Thread angekündigt, hier mal ein kurzes Filmchen, wie man aus Meerschaum die Bäume fabriziert, die man auf der Gleiswüste dann sehen kann. Ausgangsmaterial, Meerschaum, gibt es kartonweise für relativ wenig Geld. Die einzelnen Bäume sind hier am Stamm sehr unterschiedlich. Ich nehme jetzt einfach mal noch welche ab. Ein paar hatte ich schon runtergemacht. So, das ist ein relativ schöner Hochstamm. Hier sind noch ein paar einzelne Elemente mit dran. Was man hier natürlich sieht, ist der klassische Meerschaumbaum, Zipfelmützen, Baumspitzenbewuchs. Normal haben wir Bäume eher so eine etwas rundere Kappe, das heißt, das nehmen wir einfach gleich jetzt schon mal raus. Jetzt fehlt hier natürlich ein Stückchen, aber dafür nehme ich jetzt einfach vom unteren Stamm, da hängt eh eins schon so auf die Seite, ein Stück raus, stecke das einfach hier oben rein und den Rest machen dann die Nadeln beim Beschießen mit den Gras Nadeln dann wieder zu und das ist für die Zwecke völlig ausreichend, sieht hinterher dann niemand mehr, dass das eigentlich hier stückig ist. Dann haben wir hier einen schönen Baum direkt für den Waldrand. Hinten dran braucht er ja auch keinen großen Bewuchs, da kommt ja dann schon die nächste Baureihe. Aber hier ist schön zu sehen, gerade im Seitenprofil, ich habe ja viel Hanglage, der ist schon fast perfekt, um diesen Überhang Richtung Tal darzustellen und steigt nach oben schön an. Also den kann man prinzipiell fast schon so nehmen, wie er ist. Was hier noch dran war, das sind so ein bisschen Reste und ein bisschen ja, Strunken und Sachen, die man nicht so direkt für Bäume hernehmen kann. Die sind natürlich perfekt für Sträucher, Boden, Gewächs und kleine ja, Flora und Strauchsachen. Bestens geeignet, wenn die mal beflockt sind. So, jetzt kommen wir zum Beschießen der Rohlinge mit den Grasfasern. Das geht in drei Etappen bei mir. Ich verwende hier 12 mm, 6, 8 mm Mischung und zum Schluss noch für die kleinen Äste eine 2 mm Grasmischung. Ich nehme auch ganz gern unterschiedliche Farben, weil dadurch sieht man dann von der Farbigkeit, vom Gesamteindruck her, ob noch was fehlt oder ob es vielleicht schon zu viel ist und ob die Mischung so weit dann passt. Zum Beflocken nehmen wir hier den Greenkeeper mit 35 kV. Das ist völlig ausreichend, da ist noch was drin. Und fangen mit den 12 mm an. Ich verwende so ein mittelgrobes großes Sieb in dem Fall. Ja, und dann nehmen wir einfach jetzt mal so ein Rohling. Ich brauche beim Ablegen jetzt nicht so drauf aufpassen. Ich habe ja immer eine Rückseite, auf der die Bäume dann zum Liegen kommen. Wenn die mal beschossen sind, sind sie natürlich dann recht empfindlich. Die Gasfasern sind von MBR, die hatte ich mir mal eigentlich für die Anlage bestellt, sind aber für die Anlage unbrauchbar. Die Fasern, vielleicht sieht man, sind relativ stachelig und relativ grob, also das, was ich jetzt verwende, deutlich angenehmer. Aber als Äste und Ästchen für Meerschaumrohlinge sind sie wunderbar, dadurch, dass sie einfach ein bisschen spröder sind. Okay, die 12 mm. wachsen in alle Richtungen, das heißt, ich kann bei denen mit dem Sprühkleber relativ zentral drauf gehen von vorne, sodass das da nicht so drauf ankommt, wo die Wuchsrichtung hingeht. Ich muss das in Etappen machen, weil dieser Sprühkleber, das ist von Vallejo, bekanntes Produkt, denke ich, sehr schnell abtrocknet. Das heißt, das war die erste Ebene. Jetzt kommt die zweite Ebene.
gar nicht groß denken. Einfach so ein bisschen drüber, kommt natürlich auch mit der Erfahrung. Wenn man mal ein paar Bolle gemacht hat, geht einem das deutlich leichter von der Hand. So, jetzt kommt noch oben und die Rückseite. So, und das reicht eigentlich schon. Da hinten könnte man noch ein bisschen was machen. Und hier unten am Hang, auf der Hangseite, da könnte man auch noch ein bisschen was drauf geben, dass das zum Schluss, wenn es beflockt ist, einfach noch ein bisschen dichter ist. Okay, so, so schaut es dann im ersten Anblick aus. Jetzt sehe ich beim Prüfen, man könnte von ganz oben noch ein bisschen was drauf geben, obwohl, ne, von der anderen Seite sieht man es besser. Das reicht. Also mehr darf es nicht sein, weil das ist ja erst die erste Lage. Ja, wie war's? Hat sich jetzt zufällig ergeben. Ich weiß ja, dass ich für den nächsten Hanghügel in der Gleiswüste auch noch schöne große Sträucher brauche. Ich habe jetzt hier noch ein paar Reste zusammengesammelt, ist mir aufgefallen. Die haben hier am Ende vom Stamm, haben sie so einen schönen Drang nach oben, also zum Licht hin. Vielleicht kann man das mal einsetzen. Das sind jetzt einfach so vier quasi Abfallstämmchen, die ich jetzt auch noch gar nicht zusammengeklebt habe. Ich halte sie jetzt einfach lose in der Hand. Hier sieht man noch eine Lücke. Da habe ich hinten einen abgerissen. Das ist hier so ein, auch im Prinzip ein Reststück. Aber auch schön, dass man am Ende so eine gewisse Aufwärtsbewegung sieht für die Hanglage. Ich setze das jetzt einfach mal so, wie es gerade passt, zum Rest hier rein. So, jetzt hat man so eine Kante vorne schon ein bisschen. Jetzt ist hier dadurch ein Loch entstanden. Das suche ich mir jetzt auch öffnen. Ein Teil. Hier ist zufällig so ein kleines. Das kann man vielleicht hier noch reinsetzen. Und da liegt noch eins rum, das kann man hier, das passt schön rein. So, und das kann man jetzt auch einfach mal so wie es ist hernehmen, mal mit Kleber versetzen. Jetzt ist natürlich die Glasfaser leer, meld mich gleich nochmal. Okay, haben wir wieder Glasfasern drinnen, 12er. So, das war jetzt der Strauch vom letzten Mal, der ist jetzt durch den Kleber schon ein bisschen so, ja, haftet er aneinander. Kleber ist jetzt natürlich trocken geworden in der Zwischenzeit, also kriegt er nochmal eine Ladung drüber. Das war die erste Hälfte. Und gleich noch die zweite Hälfte. Hier nehme ich ein bisschen mehr Kleber auch, damit sich die Rohlinge noch ein bisschen besser verbinden innen drinnen. So, und jetzt haben wir ja später mal, wenn es an Ort und Stelle ist, das Licht von vorne. Das heißt, wir brauchen jetzt auch in die Richtung noch frische Triebe. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf die Vorderkante drauf. So. Und schon haben wir den gewünschten Effekt. Weiter geht's. Der Grasmaster ist jetzt mit 6 und 8 mm Fasern gefüllt. Gleiches ist jetzt mal mitlaufen, um vielleicht auch so ein bisschen die Geschwindigkeit, wie zügig das alles vonstatten geht, zu zeigen. Bei den kürzeren Flocken beschieße ich dann lieber ein bisschen seitlich, weil senkrecht zum Stamm stehen ja schon die 12 mm Flocken, und wenn ich Glück habe, legen sich die kürzeren Flocken dann tatsächlich seitlich an die abstehenden 12 mm Flocken an, und dass das so ein bisschen so ein
ja, verzweigtes Astwerk zum Schluss ergibt. So, haben wir von der Seite noch. So, fertig. Hier der schöne große Hangbaum. So, vom Farbton her ist das ja fast schon ein bisschen viel, werden wir dann nachher beim Beflocken sehen. Wie immer, Flocken sind leer. Ich wundere mich, warum nichts passiert. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Letzter Schritt ist das Beschießen mit 2 mm. Gasflocken hier, sieht man, ich habe jetzt ein feineres Sieb verwendet, dass da nicht zu viel durchkommt. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die 2 mm muss man mit Sorgfalt und möglichst wenig drauf kriegen. In dem Moment, wo es ein bisschen zu viel ist, wird der Baum klumpig und diese Luftigkeit und die Mühe mit den anderen Faserlängen geht dann verloren. Also da kann man auch wieder ein bisschen was verhunzen, wenn es blöd läuft. Fangen wir mit dem großen hier an. So, das reicht schon, also wirklich nur einen leichten Hauch drüber. Gut, das war's auch schon. Die ganzen Vorbereiteten sind durch. Geht ruckzuck.